Die Zwickauer Energieversorgung hat heute Bilanz über das vergangene Jahr gezogen. Dazu gehört auch, den aktuellen Geschäftsbericht zu veröffentlichen. Auf 70 Seiten verrät das Zahlenwerk, wie es wirtschaftlich um den Energieversorger steht. Dazu der kaufmännische Geschäftsführer der ZEV, Volker Schneider. Ja, wir sind mit dem Jahresergebnis 2016 sehr zufrieden. Es reiht sich ein in die letzten Jahre der guten Ergebnisse. Wir haben einen Jahresüberschuss ausgewiesen von 10,5 Millionen Euro, der auch sofort wieder an unsere Gesellschafter verteilt wird. Das heißt, die Stadtwerke Zwickau Holding bekommt einen Anteil von über 7 Millionen und der Rest geht an die beiden Gesellschafter NVAM und Tyga AG in München, sodass wir unterm Strich ein Ergebnis von Null ausweisen. Die Holding wird damit die Subventionierung des öffentlichen Personennahverkehrs, also SVZ, machen. Und wenn dann noch Geld übrig sein sollte, würde das dann in den städtischen Haushalt einfließen. Wenn in Zwickau der Strom ausfallen sollte, sei es durch Schäden bei Bauarbeiten oder durch Unwetter, dann kann das Unternehmen mit seiner Leitwarte schnell reagieren, denn sie ist rund um die Uhr besetzt. Kleinere Stadtwerke könnten sich das nicht leisten. Und so tut sich für die ZEV gleich noch ein weiteres Geschäftsfeld auf. Das Unternehmen verkauft nicht nur Strom, Erdgas und Wärme, sondern bietet seine Dienste auch kleineren Energieversorgern an. Noch einmal Volker Schneider. Es ist also so, dass viele Stadtwerke das rein personell und auch von den Kosten sich nicht mehr leisten können, eine eigene Leitwarte zu haben, also auf der die ganzen Meldungen auflaufen, wenn irgendwelche Störungen sind. Da sind wir im Dienstleistungsgeschäft unterwegs, machen für viele Stadtwerke mittlerweile diesen Dienst in der Leitwarte. Leitwarte heißt 7 Tage die Woche, 24 Stunden und diese Anrufe entgegennehmen. Und ich denke, das ist eine gute Dienstleistung, die wir umliegenden Stadtwerken auch anbieten können. Eine Neuerung hat das Unternehmen für alle Erdgaskunden angekündigt. Ab dem 1. Juli wird ein neues Festpreisprodukt angeboten. Sein Titel: ZEV Erdgas Konstant 0717. Wir werden ein neues Konstantprodukt auflegen. Dieses Produkt hat eine Laufzeit von 2 Jahren, das heißt bis Juli 2019, wo dann unsere Kunden einen festen Erdgaspreis haben, der natürlich das Risiko irgendwelche Abgaben oder Steuern nicht beinhaltet. Falls da was verändert wird, müssen wir es an die Kunden weitergeben. Aber sie haben auf der anderen Seite eine Preissicherung über 2 Jahre hinweg. Und schließlich wurde auch noch über 2 Personalien gesprochen, nämlich über die beiden Geschäftsführer selbst. Die Geschäftsführer werden in der Regel für 5 Jahre bestellt. Und der Kollege Herr Henschel ist jetzt 4 Jahre da, hat das Recht, dass ein Jahr vorher über seine Wiederbestellung geredet wird. Und gestern hat der Aufsichtsrat eine Wiederbestellung von Herrn Henschel für weitere 5 Jahre beschlossen. Das heißt, nach der Erstlaufzeit bis 18 weitere 5 Jahre bis 2023. Was meine Person anbelangt, habe ich schon im Dezember erklärt, dass ich keine weiteren 5 Jahre machen möchte. Insofern hat der Aufsichtsrat meinem Wunsch entsprochen, dass ich am 29. Februar 2020 dann als Geschäftsführer ausscheiden werde.